Die Freien Wähler haben ein Feuerwehrauto an den Verein Orienthelfer übergeben. Gemäß dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe wollen die Landtagsabgeordneten die gemeinnützige Organisation rund um den Kabarettisten Christian Springer unterstützen. Dieser kümmert sich seit 2012 um die Opfer des Syrien-Konflikts und versorgt Flüchtlinge in Einrichtungen im Libanon und Jordanien. Feuerwehrautos seien für die Sicherheit der Menschen von besonderer Bedeutung. Die Feuerwehrautos sind immens wichtig, an das denkt man ja oft gar nicht in Flüchtlingsgebieten, weil diese Gemeinden, die Flüchtlinge aufgenommen haben oder wo diese Camps am Stadtrand sind, da brennt es ja oft. Und wir haben es jetzt schon sehr oft erlebt, dass Zeltstädte komplett abgebrannt sind. Woher kommt das? Das kommt daher, weil die Menschen heizen mit primitiven Mitteln, weil sie kochen mit primitiven Mitteln. Da fällt was um, da ist irgendwas nicht in Ordnung mit den Sachen. Es brennt einfach irgendwann einmal. Und zudem gibt es natürlich auch Brandstiftung. Viele kleine Gemeinden im Krisengebiet, die laut Springer durch die Flüchtlinge auf mehrere tausend Menschen angewachsen sind, haben aber kein Feuerwehrauto. Deswegen würden solche Fahrzeuge händeringend gesucht. Vor Ort helfen, genau das wollen die Freien Wähler mit ihrer Spende erreichen. Ich bin der Überzeugung, dass die Freien Wähler hier die vorausschauendsten Konzepte zum Thema Flüchtlingspolitik auch verkörpern. Wir haben schon vor Jahren gesagt, wir müssen dort ansetzen, wo die Fluchtursachen beginnen, nicht erst, wenn die Menschen bei uns an der Tür klopfen. Man hat diese Regionen zu lange sich selber überlassen, politisch vergessen. Wir weisen darauf hin, dort muss geholfen werden. Wir können nicht alle Länder nach Deutschland umsiedeln, sondern wir müssen den Menschen in der Heimat eine Zukunft geben. Das ist das Modell der Freien Wähler. Hilfe vor Ort, vernünftige Bodenstätte. Der neue Einsatzort des knapp 30 Jahre alten Feuerwehrautos wird der Libanon sein. Dort kann mit dem generalüberholten und wieder voll funktionstüchtigen Fahrzeug in Zukunft schnell und effizient geholfen werden.